Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Kant Muku. Wir sind hier bei Liera Tissoni und wir haben uns ja hier das letzte Mal überlegt, ihren Auftrag anzunehmen und haben wir, glaube ich, auch. Muss mal nachschauen. Wir hätten hier noch das Medaillon, genau. Hier unter Missionen, genau, die Systeme hacken. Entschuldigt, und die sollten hier in der Nähe sein. Okay, dann schauen wir mal nach, wo wir das Zeug finden, denn wir müssen das zuerst erledigen, bevor wir hier die ganze Geschichte mit dem Shadow Broker anfangen. Und hier die Musik, also der Sound ist noch nicht so laut. So, etwas umgestellt. Für euch sollte das kein Problem sein, der sollte immer gleich laut sein, aber bei mir kann es sein, dass der nicht genügend laut ist, deswegen machen wir das so. Okay, hier vorne haben wir noch die Asari, wo wir das Medaillon abgeben müssen. Entschuldigung, ich plage mich gerade mit den verdammten Reisebürokraten auf Ilium herum. Sollten sie ihnen dabei helfen, dieses Medaillon zu finden? Oh, Steven! Danke, vielen Dank. Meine Tochter war noch klein, als er starb. Das ist ihr einziges Andenken an ihn. Bitte, nehmen Sie das. Es ist viel weniger, als ich den Bürokraten hätte zahlen müssen, um eine Suche zu veranlassen. Hättest du mir nicht ein wenig mehr geben können? Okay, okay, ist ja gut. Okay, wir haben hier noch die Aussicht. Man hat uns immer gesagt, Ilium sei einer der sichersten Orte der Galaxie, bis man vom Raster fällt. Unterzeichne den falschen Vertrag, begib dich in die falsche Gesellschaft oder geh die falsche Gasse entlang. Und schon ist es genauso gefährlich wie überall. Lassen Sie sich nicht täuschen. Es ist hier nicht sicherer als auf Omega. Jo, hab ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. So, wollen wir doch mal schauen. War das hier in diesem Gebiet? Da bin ich mir nicht mehr sicher, wo wir genau hacken müssen oder ob wir dort hinten lang müssen. Hier haben wir die Service-Technologie. Also gut. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich dort hinten lang. Macht am meisten Sinn. Da waren wir bis jetzt ja noch nie. Von dem her können wir hier noch ein wenig erkunden und möglicherweise noch mehr kaufen, denn das dort vorne war nicht das Einzige, was wir hier hatten. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Nassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns nochmal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Okay, Nassana Dentius, die kennt ihr ja vielleicht noch aus dem ersten Teil. Für die haben wir ja einen Auftrag ausgeführt. Und zwar ihre Schwester ermordet. Auch besonders schön. Aber nun gut. Sie war eine Sklavenhändlerin, also hat sie es definitiv verdient. Nassana selbst jedoch lebt noch. Irgendwie habe ich so einen trockenen Hals im Moment, das glaubt man ja kaum. Muss glaube ich mal nach der Aufnahme oder hier nach der Folge mal was trinken gehen. Okay, wir haben hier garantiert irgendwo irgendwelche Stationen, genau, die wir hacken können. Das machen wir doch gleich mal. Okay, wo ist die nächste? Okay, hier unten. Und dann müssen wir das Terminal suchen, wo wir zugreifen müssen. Okay. Irgendwo dort drüben. Okay. Ich sag dir doch, hier irgendwo. Sex werden ein paar fehlende Teile niemals auffallen. Nein, ich kann nicht rein. Hier irgendwo ganz in der Nähe. Ah, dort drüben wahrscheinlich. Okay, wir haben zum Glück genügend Zeit, um hier etwas wie die Blöden rumzurennen. Und das Terminal zu suchen. Das muss hier irgendwo hier oben sein. Sie besteht darauf, dass es egal ist. Ah, da. Ich weiß es nicht. Bingo! Okay, also mit diesen Leuten hier werde ich noch mit allen reden gehen. Aber zuerst möchte ich hier sicher mal die Mission mit Liera beenden. Galaktische Nachrichten. Hier noch ein sicheres Terminal. Das wir nutzen werden. Sofern wir das auch können. So.
Irgendwo, genau. Hier haben wir noch was. Und dann geht's wieder auf die Jagd nach dem nächsten Terminal. Das hier irgendwo in der Nähe sein muss. Wahrscheinlich hier hinten. Das dort. Ja, ja. Okay. Easy. So, gibt scheinbar noch mehr. Hier haben wir noch einen Shop und hier haben wir noch ein Terminal. Okay, ja, das war's natürlich nicht. I am the best genie in the galaxy. So, okay. Und wo haben wir denn sonst noch was? Mensch, Mensch, Mensch. Das könnte doch mal langsam auftauchen. Genau, da haben wir's. Nur die Frage, okay, in diese Richtung. Das Geschäft ist da drüben und keine dummen Ideen. Der ganze Laden wird. Wo haben die hier noch ein Terminal? Ah, dort drüben. Ich weiß nicht. Ich finde es immer noch schrecklich, dass so etwas legalisiert wird. Bingo. Shepard, hier ist Liara. Ich habe die Daten. Kommen Sie vorbei, wenn Sie mal kurz Zeit haben. Werden wir machen. Ich weiß gerade nicht, warum wir hier abtrünnige Punkte bekommen. Wahrscheinlich, weil das Hacken hier halt illegal ist, aber hey. Okay. Was ist mit dir? Willst du zur Spezialeinheit? Können wir mit dir reden? Jeder. Das Geschäft ist da drüben. Und keine dummen Ideen. Der ganze Laden wird überwacht. Okay. Tor Selbstverteidigung. Das klingt doch schon mal richtig gut. Genau wegen solchen Dingen bin ich nach Ilium gekommen. Wir brauchen das dringend. Das sieht interessant aus. Verstärkerplatten. Naja. Sturmgewehrschaden brauchen wir selbst nicht, aber für unsere Freunde im Team und der Maschinenpistolenschaden natürlich für uns selbst. Weißt du was? Wir holen uns diese Verstärkerplatten auch noch. Bin mir nicht sicher, ob das eine Rüstung an sich ist, also ein Brustpanzer oder eventuell sogar nur hier die Schulterplatten. Müsste man mal schauen. Blaue Rose von Ilium, du bist in einem Turm aus Glas und Plastik erblüht. Aber Schönheit unter Glas wird nie geprüft und ist darob schwach. Wo sind deine verehrten Toten, auf dass sie den Boden düngen, aus dem du erstarken kannst? Auf den felsigen Ebenen von Tuchanka werde ich dir aus den Knochen meiner Vorfahren einen Garten errichten. Okay, ich glaube, der Kroganer hier ist ein bisschen poetisch drauf. Und ein bisschen verliebt. Blaue Rose von Ilium. Was wollen Sie? Tut mir leid, tut mir leid. Die Liebesgedichte des verdammten Kroganers zerren an meinen Nerven. Belästigt Sie dieser Kroganer? Nein, nein, Sie müssen ihm nicht wehtun oder sowas. Er ist harmlos. Was bei einem Kroganer kaum zu glauben ist, ich weiß. Sein Name ist Char. Wir sind miteinander ausgegangen, aber im Moment sind wir getrennt. Er will mir zeigen, wie sensibel er ist, indem er mich, naja, umwirbt. Wirklich schlimm. Warum sind Sie beide gerade getrennt? Er meint es ernst. Also mit Kindern und so. Das volle Programm. Zum Ausgehen ist zwar super, aber was Dauerhaftes? Kroganer leben sehr lange. Das ist nicht wie bei Menschen, wo man nur 100 Jahre durchhalten muss, weil sie dann von selber sterben. Nichts für ungut. Ich habe mich gefragt, ob er mich wirklich mag oder ob er nur Kinder will. Er kann ja sonst keine haben, wissen Sie? Wegen der Genophage. Das klingt nach einer Frage, die Sie ihm direkt stellen sollten. Habe ich. Ich glaube, ihm ist gar nicht klar, dass unsere Kinder immer Asari wären. Nicht-Asari begreifen oft nicht, dass wir keine Alien-DNS aufnehmen, sondern damit nur kleinere Teile der genetischen Information zufällig verteilen. Jedenfalls war Char danach sehr lange still. Schließlich sagte er, dass er unsere Mädchen auf jeden Fall lieben würde, egal welche Farbe sie hätten. Es ist nicht alltäglich, dass eine Asari mit einem Kroganer ausgeht. Was hat sie beide zusammengeführt? Er ist ein lustiger Kerl. Ziemlich klug, vor allem für einen Kroganer. Und er hat einen guten Job als Transporttechniker. Ein paar Jahrhunderte lang macht die Arbeit als Söldnerin oder als Tänzerin in Bars Spaß. Aber irgendwann kommt man nun mal in die matronale Phase, wissen Sie? Dann lässt man sich die Rückentätowierung entfernen, wartet, bis die Haare wieder ihre natürliche Blaufärbung annehmen und lässt sich mit jemandem nieder, der verlässlich ist. Sie müssen mit Ihrem Freund reden, sonst hört er mit seiner Poesie gar nicht mehr auf. Ich weiß, aber es ist so schwer. Ich mag ihn sehr. Verdammt, ich liebe ihn sogar.
Aber ich weiß nicht, ob er für eine dauerhafte Beziehung taugt. Sehen Sie ihn an. Er ist ganz offensichtlich verrückt nach Ihnen. Meinen Sie? Aber was ist, wenn er doch nur Kinder will? Bin ich dann nur seine Gebärmaschine? Er sagte, das wäre ich nicht, aber... Wenn er das gesagt hat, können Sie ihm entweder vertrauen und müssen sich keine Sorgen mehr machen, oder Sie vertrauen ihm nicht und haben Ihre Entscheidung bereits getroffen. Ich vermute, so habe ich das bisher noch nie betrachtet. Ich vertraue ihm. Wenn er es gesagt hat, ich werde mit ihm reden. Ich habe am Terminal einen Rabatt für Sie eingestellt. Danke für Ihre Hilfe. Yay, Rabatt! Naja, viel bringen wird es uns, glaube ich, nicht, weil das hier nur ein Souvenirshop ist. Aber hey, wir haben wieder was Gutes getan. Wir haben hier Modellschiffe. Ach, weißt du was? Wir holen uns die. Weil wir haben das Geld. Sie braucht keinen Fisch, Papa. Und wieso nicht? Hier haben wir, glaube ich, alles nur gekauft. Genau. Wir sind hier, um Waffen zu kaufen. Sehr schön. Dann können wir ja eigentlich zu Liera zurück. Oder wartet mal. Wir haben hier, glaube ich, noch ein paar Dinge, die wir erledigen können. Hey, wir sind Freundinnen. Ich hab dich nie ein paar Leuten hier reden. Und zwar unter anderem mit Shiala. Wer den ersten Teil von Mass Effect gespielt hat oder eventuell bei mir sogar geschaut hat, weiß, wer das hier ist. Shepard, Sie erinnern sich bestimmt nicht an mich. Ich bin Shiala. Wir haben uns während des Geth-Angriffs auf Pharos getroffen. Saren hatte mich dem Turianer als Sklavin übergeben und sie haben ihn getötet und mich gerettet. Ich habe versprochen, Zeus Hope beim Wiederaufbau zu helfen. Und deshalb bin ich jetzt auch hier auf Ilium. Wie geht es, Zeus Hope? Wir haben vieles wieder aufgebaut und konnten sogar verwertbares Material von dem Geth-Schiff bergen, das sie zerstört haben. Aber die Forscher von Exogeny wurden wieder in ihr Hauptquartier zurückgerufen. Und die Reste des Turianers haben sie mitgenommen. Kommandiert Exogeny wieder die Kolonisten herum oder hat der Turianer unseren Kampf irgendwie überlebt? Nein, Exogeny unterstützt Zeus Hope sogar. Sie wollen uns offenbar wirklich dabei helfen zu überleben. Und der Turianer ist tot. Wobei ich nach allem, was Sie auf sich genommen haben, um ihn zu töten, Ihre Sorge durchaus verstehe. Ich fürchte, nach unserem Abenteuer auf Pharos kommt Ihnen meine Aufgabe auf Ilium sicher vergleichsweise banal vor. Kann ich dabei irgendwie behilflich sein? Das wäre wunderbar. Ich bin an die Grenzen meiner diplomatischen Fähigkeiten gestoßen und würde ungern Ärger verursachen. Durch die Kontrolle durch den Turianer hatten einige Kolonisten Gesundheitsprobleme. Wir haben eine koloniale Forschungsgruppe engagiert, um medizinische Scans durchzuführen. Aber der Vertrag erlaubt der Firma anscheinend, ohne unsere Zustimmung Eingriffe vorzunehmen. Deshalb bin ich hier. Ja gut, die Frage hier kommt jetzt ja. Ach, weißt du was? Moment mal, Shiala. Sie waren doch nur grün, als der Turianer einen Klon aus Ihnen gemacht hat. Ihr wahres Ich war blau, wie normale Asari. Ich sprach von Gesundheitsproblemen durch die Kontrolle des Turianers. Erinnern Sie sich? Das ist meins. Einige Monate nach dem Tod des Turianers veränderte sich die Pigmentierung meiner Haut. Und meine biotischen Fähigkeiten sind auch instabil. Außerdem habe ich intensive Träume über meine Zeit bei dem Turianer. Das alles ist beunruhigend. Was für Gesundheitsprobleme hatten die Kolonisten denn? Kopfschmerzen und Muskelkrämpfe, so ähnlich wie die unter der Kontrolle des Turianers. Manchmal teilen Kolonisten in der Nähe eines Turianer-Opfers dessen Empfindungen, etwa Hitze oder Schmerzen. Es muss etwas mit Resten der parasitären Sporen des Turianers zu tun haben. Deswegen soll das Ganze untersucht werden und geheilt. Erzählen Sie mir mehr über den Vertrag, den Sie wegen der Scans unterschrieben haben. Aria von Tears zeigte Interesse an unserem Problem. Sie haben angeboten, medizinische Scans und die nötige Behandlung fast ohne Bezahlung durchzuführen. Ich hätte wissen müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein. Aber wir waren verzweifelt. Im Kleingedruckten haben wir uns anscheinend damit einverstanden erklärt, dass sie weitere Eingriffe durchführen dürfen, wenn sie es für angebracht halten. Und so kam es dann auch. Können die Ihnen diese Eingriffe wirklich aufzwingen? Nein, aber sie können uns wegen Vertragsbruch anklagen. Was bedeutet, dass wir den vollen Preis bezahlen müssen, den ihre Leistung normalerweise gekostet hätte. Zeus Hope kommt gerade langsam wieder auf die Füße. Wir können uns das unmöglich leisten, Shepard. Ich rede mit dieser Forschungsgruppe. Ich weiß das zu schätzen, Shepard. Der Vertreter von Barrier Frontiers ist über das Problem informiert. Vertreterin von Barrier Frontiers. Okay, wie heißt die Gute denn? Okay, nur eine Vertreterin. Ist nur die Frage, wie die heißt. Mal schauen. Die Kamera hat... Ja, genau.
hier hingezoomt. Das heißt, muss wohl die Erinia hier sein. Hm. Noch ein wenig die Aussicht genießen. Ach ja. Aber reden wir doch mal mit dir. Ich habe Ihr Gespräch beobachtet, Mensch. Sie wollen sich über die medizinischen Verträge beschweren, die die Kolonisten von Feros unterschrieben haben. Sie gehen besser wieder. Ihr Leben ist kurz genug. Vergeuden Sie keine Zeit damit, mich zu belästigen. Warum bestehen Sie auf diese Tests? Welchen Nutzen haben Sie davon? Der Nutzen geht Sie nichts an. Ein legaler, bindender Vertrag wurde unterschrieben. Nur das zählt. Sie alle, Menschen, Salarianer, Turianer, Sie kommen auf unseren Planeten und beschweren sich dann, dass Ihnen unsere Gesetze nicht passen. Die Galaxie wäre ein besserer Ort, wenn sich niemand außer den Asari aus der Ursuppe erhoben hätte. Alles klar. Muss ja eine schöne Suppe gewesen sein. Warum haben Sie so große Vorurteile gegenüber Aliens? Wo soll ich anfangen? Mit den Forschern der Salarianer, die erst die Rachni auf uns gehetzt haben und dann die Kroganer, um ihren Fehler wieder auszubügeln? Oder mit den Turianern, die jedes Problem in die Luft sprengen wollen? Oder mit den Menschen, diesen Neuankömmlingen, die der Meinung sind, ihnen gebühre die Herrschaft? Jeder Krieg, der diese Galaxie heimgesucht hat, wurde von ihrem Volk ausgelöst. Das Blut meiner Leute klebt an ihren Händen. Von welchen Toten reden wir hier eigentlich genau? Die Mutter meiner Töchter wurde während des ursprünglichen Aufstands der Geth auf der Heimatwelt der Quarianer getötet. Meine Töchter starben bei dem Geth-Angriff auf die Citadel. Eine arbeitete in der Botschaft, die andere war die Empfangsdame der Konsortin. Das alles ist für mich nicht hypothetisch, Mensch. Aliens werden niemals meine Verbündeten sein. Sie können mir bestenfalls nützliche medizinische Daten geben. Warum war Ihre Seelenverwandte auf der Heimatwelt der Quarianer? Sie hat die Quarianer studiert. Nicht ihre Technologie, sondern ihre Musik. Sie liebte ihre Kunst. Sie sagte, sie hätten alte Seelen. Meine Töchter haben das wohl geerbt. Beide sprachen gern mit Leuten und waren an anderen Kulturen interessiert. Sie waren bestimmt wunderbar. Ihr Verlust hat die Galaxie ärmer gemacht. Ja, das stimmt. Wären die beiden mit ihrem jetzigen Verhalten einverstanden? Ich bin nicht... Ich habe nicht... Ich schicke einen geänderten Vertrag. Keine Tests mehr. Keine Gebühren. Es gibt genug Schmerz in der Galaxie. Ich muss ihn nicht noch verstärken. Bingo! Dann können wir sie alle informieren, aber zuerst mal schauen wir hier bei Barrier Frontiers rein, denn hier haben wir Sternkarten. Heißt, wir können damit gewisse Gebiete in der Galaxis freischalten und die wir dann weiter erkunden können, um Ressourcen zu sammeln und eventuell dort Missionen zu machen, wenn es dort welche geben würde. Hier zum Beispiel den, glaube ich, den Würgeschlund kennt man schon aus Mass Effect 1. Oder zumindest minus Ödland und Hagen des Nexus sicher. Und dort werden wir mal die Sternkarten holen. Dann können wir dort auch mal vorbeischauen, wenn wir Zeit und Bock haben. Aber zuerst mal geht's hier zu Shiala zurück und dann informieren wir sie. Hast du die Sternkarten bekommen? Ja, alle. Sie haben es geschafft. Ich habe gerade die überarbeiteten Verträge erhalten. Danke, Shepard. Sie haben Zeus Hope schon wieder gerettet. Ich glaube nicht, dass ich... Ist das immer so? Dass die Probleme von gestern heute in neuer Form auftauchen? Kann nicht irgendwas einfach mal erledigt sein? Sie haben die Kraft, wirklich etwas zu bewegen, Shiala. Und die haben nicht viele. Sie haben recht. Sie haben die Kolonie gerettet und uns dadurch eine Chance verschafft. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Und das werde ich auch nicht. Danke für alles, was Sie hier getan haben, Shepard. Ich werde weiterhin mein Bestes geben. Irgendwann vielleicht. Wenn ich mal nicht die Kolonie organisiere und Sie nicht tun, was Sie ebenso tun. Alles klar, damit hätten wir das. Gehen wir doch noch kurz zu Liara zurück.
Ich meinte doch nicht. Okay, pass auf. Und dann schauen wir, wie es weitergeht mit ihrer Hetzjagd auf den Shadow Broker. Möglicherweise mache ich noch eine andere Mission kurz dazwischen mit dem Attentäter, weil dort würden wir noch ein schönes, nettes Scharfschützengewehr bekommen, das ich ja schon länger möchte. Von dem her wäre das vielleicht noch vorzuziehen, aber mal schauen, ich entscheide mich da, denke ich mal, spontan. So, und bevor wir hier wieder in ein riesiges Gespräch hineinversetzt werden, beende ich wieder diese Folge. Das war wieder mal Let's Play Mass Effect 2, kommentiert von eurem Count Mooku. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssen!